Also, es geht um die Diskussion, wie kann ich so einen Helm gestalten, möglich als parametrisches Objekt. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich brauche, um so eine Figur darzustellen, brauche ich einen Sketch, der mir die Grundform darstellt, und ich brauche einen zweiten Sketch, der mir sagt, wie oben der Deckel auszusehen hat. Einfach ist natürlich beides in ein und denselben Sketch reinzulegen und dann über Parameter zu entscheiden, welche Weiher ist wofür zuständig. Habe ich jetzt mit einem Skript mal gemacht. Und dann entsteht so ein Helmobjekt, das sieht so aus. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also, wenn ich den Skript starte, wird zunächst mal so ein Helm hier erzeugt. Und ich kann jetzt für diesen Helm Parameter ändern. Einmal die Höhe. Ich blende den anderen nochmal ein. Ich kann jetzt die Höhe hier auf 400 setzen. Dann sieht man, wie der jetzt hier oben so rausbeult. Und das zweite ist hier unten der Rand. Wie weit geht es dann unterhalb des Sketches nach unten? Das ist Border. Das ist standardmäßig auf 100 gesetzt. Und ich könnte jetzt den Border hier mal auf 300 setzen, dann zieht es nach unten hier durch. So, bearbeiten wir mal diesen einen Sketch hier drüben in dem Fenster. Also gehe ich auf den Sketch drauf. Dann habe ich hier intern also ein Rechteck, und wenn ich das Rechteck ändere, dann ändert sich hier oben die Kuppenform. Wenn ich das Rechteck größer mache, wird der Topf oben flacher. Gleiche Höhe, aber die Fläche wird also hier stärker. Und wenn ich den zusammenziehe, dann kriege ich was Spitzeres raus. Hier sind noch überhaupt keine Constraints, das heißt, da laufen eigentlich andere Parameter mit. So, und dann bekomme ich also hier irgendwann mal so eine Mütze hier. Außenrum, die Grundlinie ist eine Bézier-Kurve. Also eine B-Spline mit speziellen Eigenschaften. Das heißt, ich habe hier mehrere Punkte, wo diese Kurve tangential berührt wird. Und wenn ich das jetzt verändere, dann geht diese Kurve immer mit. Und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, Kurven zu machen. Das kennt man ja vom Inkscape her. Und das Volumen wird dann immer gleich aktualisiert. So, und ich hätte eben jetzt die Möglichkeit, die Form zu ändern. Momentan ist das Ganze den Hard kodiert. Das heißt, ich habe einen Sketch, der heißt Sketch, der muss auch genau dieses Format haben. Kann man dann mal in die Sketchlib reinlegen, da hat man den gleich vorrätig. Werde ich als nächstes tun. Und die Höhe, wie gesagt, lässt sich über diese beiden Parameter einstellen. Hier unten kommt dann vielleicht auch nochmal ein anderer Parameter rein, wo sich das ändern lässt. Aber das ist so meine Vorstellung. Man hat einen Sketch und zwei Parameter und kann sich dann die Mützen bauen.